Und wie ist die Stimmung zu Hause? Der Ralf spielt die beleidigte Leberwurst. Der redet kein Wort mehr mit mir. Aber gib bloß nicht klein bei. Das war jetzt wirklich mal genau richtig, dass du hier mal ein paar Sachen klargestellt hast. Dieser Vollblutmatsch hat es halt nicht anders verdient, ganz ehrlich. Mir ist gar nicht aufgefallen, wie unselbstständig der eigentlich ist. Mhm. Ich koche ja jetzt nicht mehr zu Hause. Da stopft er sich bestimmt mit dem ungesunden Mikrowellenfraß voll. Der weiß doch gar nicht, wie man gesundes Essen macht. Die Waschmaschine kann er auch nicht bedienen. Der rennt 100 pro die nächsten Tage in denselben Klamotten rum. Hoffentlich checkt er jetzt mal, dass man so einen Vier-Mann-Haushalt nicht so einfach handeln kann. Und weißt du was, wenn er weiterhin noch Terz macht, dann kommst du dann einfach zu mir. Bisschen leid tut er mir ja irgendwie schon. Ja, die letzten Jahre konnte er sich immer voll auf mich verlassen. Jetzt habe ich ihn im Stich gelassen. Vielleicht war die ganze Aktion ein bisschen übereilt. Spinnst du? Ist das jetzt echt dein Ernst? Hallo, der ist doch kein kleines Kind mehr. Der braucht doch keine Mama mehr, die ihn an den Händen durchs Leben zieht. Ich glaube, es wird Zeit für Phase 2. Wir werden jetzt einfach unseren Marktwert testen. Marktwert? Ja, klar. Ich war so lange auf Ralf fixiert, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Tja, dafür hast du ja mich. Ich gebe dir ein bisschen Starthilfe. Okay. Ich würde sagen, wir gehen Abendessen wie neulich geplant. Danach vielleicht noch in eine Bar und schauen uns ein paar schnucklige Typen an. Was hältst du davon? Mhm. Ja. Gut. Pass auf, hol mich doch einfach nach Feierabend ab und zieh am besten das Kleid an, was wir neulich gekauft haben. Ja, genau. Am frühen Abend. Nora macht ernst. Das respektlose Verhalten ihrer Familie will sich die 35-Jährige nicht länger bieten lassen. Essen fertig, Ma. Heute gibt's kein Abendessen. Nee, es gibt kein Abendessen. Wir haben den ganzen Tag gar nichts gegessen. Ich hab euch heute Morgen gesagt, dass ich ab sofort keinen Finger mehr krumm mache für euch. Fragt doch euren Vater, der kann ja was kochen. Falls ihr überhaupt weiß, wie man den Herd einschaltet. Ey, geht's noch? Der brennt wohl der Helm? Du hast noch nicht mal mit dem Kochen angefangen. Ja, sag mal, habt ihr heute Morgen nicht zugehört? Ich mache ab sofort keinen Finger mehr für euch krumm. Ich streike. Also grundsätzlich finde ich die Idee von Nora, in Streik zu treten, hervorragend. Wichtig ist nur, dass sie es lange durchhält und nicht sofort einknickt, wenn die Kinder angeschmust kommen und sagen, ach Mama, es tut uns so leid und wir haben doch so Hunger. Also sie muss es wirklich durchziehen, weil nur dann ist der Erfolg garantiert. 45 Minuten später. Nora fackelt nicht lange. Sie nimmt ihr Leben neu in die Hand. Wow, du schaust richtig schick aus. Echt toll. Dem kann ich mich nur anschließen. Das ist Nico, mein Getränkelieferant. Und einer ihrer besten Kunden. Oh, ist der nicht süß? Ja. Sind Sie auch Stammgast hier? So wie Sie aussehen, nehme ich das mal an. Ich bin Moniques beste Freundin seit der Schulzeit. Oh, das ist schön, wenn Freundschaften so lange halten. Ich selber hatte nie das Glück. Das hat sich nach der Schule immer irgendwie verlaufen. Und das war aber nicht so tragisch. Ich habe früh geheiratet. Wobei, das ist jetzt leider auch schon wieder vorbei. Oh, es tut mir leid. Muss es nicht. Aber reden wir über was anderes. Was machen Sie denn beruflich? So wie Sie aussehen, modeln Sie bestimmt für irgendwas, oder? Ey, was für ein Scheißspruch zu der Frau. Ich meine, sie ist nicht hässlich, sie ist auch nicht schön, sie ist aber auch kein Model. Aber was machen Sie? Sie modeln wahrscheinlich. Das ist schon sehr schleimig. Also Alter, überleg dir einen anderen Spruch, weil das kommt nicht gut an. Na, nee. Nee, ich arbeite nicht. Ich bin nur Hausfrau und Mutter. Was heißt denn da nur? Hausfrau und Mutter ist Managerin, Sekretärin, Organisationstalent, Eventplanerin, Köchin, Reinigungsfachkraft und das alles in einem. Das ist doch einiges. Endlich mal ein Mann, der zu schätzen weiß, was ich die letzten 18 Jahre gemacht habe. Leck mich am Arsch, hat hier die Bombe eingeschlagen. Du schaust aus wie auf einer Müllhalde. Wozu gebe ich dir überhaupt Haushaltsgeld? Du kannst alleine frühstücken. Lass uns in Ruhe fernsehen. Ich habe mich ja schon daran gewöhnt, dass du hässlich geworden bist. Aber wenn du jetzt nicht mal mehr für mich kochst, da frage ich mich, warum schmeiße ich dich nicht gleich raus? Wobei, in letzter Zeit frage ich mich immer öfters, ob es das gewesen ist. Ich würde so gern mal außerhalb von zu Hause mir was leisten, arbeiten. Ich glaube, da hätte ich eine Lösung für Sie. Ich bin Chef in einem Getränkemarkt und eine Mitarbeiterin ist gerade in Mutterschutz gegangen. Wenn Sie möchten, können Sie für sie einspringen und bei mir als Aushilfe arbeiten. Hey, das ist doch der perfekte Einstieg für dich. Das ist genau richtig. Nee, ich weiß nicht. Es gibt nur noch mehr Knatsch mit Ralf.
Ich bitte dich, du kannst aber selber entscheiden, was du machen möchtest, kannst oder willst. Du bist doch alt genug, Nora. Ach, mir geht das ein bisschen zu schnell. Und was ist mit den Steuern und so? Das ist ein 400-Euro-Job. Sie brauchen keine Steuern zu bezahlen. Der entscheidende Vorteil von Minijobs ist, dass alle Sozialabgaben und Steuern allein vom Arbeitgeber übernommen werden. Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer das vereinbarte Gehalt in voller Höhe ausbezahlt bekommt. Auf diesem Weg kann Nora bis zu 450 Euro für sich im Monat verdienen. Was mit den Kindern? Wann kann ich anfangen? Wegen mir gerne gleich Anfang kommender Woche. Ich gebe Ihnen meine Visitenkarte und schreibe Ihnen meine Handynummer, meine private auf und Ihren ersten Arbeitstag auf. In Ordnung? Mhm. Danke. Leute, also ich finde, das sollten wir feiern, oder? Mhm. Ich hole uns meine Flasche Sekt. Nora hat dem Jobangebot gerade zugesagt. Das ist ein sehr, sehr mutiger Schritt von ihr, denn sie hat es zu Hause nicht abgesprochen. Das heißt, sie kommt mit neuem Selbstvertrauen nach Hause und sagt, so, Familie, ich habe jetzt einen Job, ich brauche euch nicht mehr. Bin sehr gespannt, wie die Familie darauf reagieren wird. Zwei Tage später. Seit Nora in den Streik getreten ist, läuft die Situation zu Hause immer mehr aus dem Ruder. Mama, was gibt's zum Frühstück? Es würde mich wundern, wenn es hier in dem Dreck noch was Essbares geben würde. Seit Tagen machst du die Bude nicht mehr sauber. Was soll das? Wie sollen wir den Dreck überleben? Das ist ganz einfach. Wasser rein, Spüli rein, abwischen, abtrocknen. Also darauf haben wir keinen Bock mehr, Mama. Eben. Oder? Wir können nicht mal mehr unsere Freunde einladen. Ist ja alles endpeinlich, genauso wie du, Mama. Einfach auf die Sprüche der Kinder nicht mehr reagieren, quasi einmal abwatschen. Tschüssikowski, ich bin da mal weg. Die Waschmaschine ist voll, überall ist dreckige Wäsche. Wasch endlich mal wieder. Ich muss schon mehrfach die gleiche Unterwäsche anziehen. Die Anleitung für die Waschmaschine, die ist da unten im Schrank, hinterm Waschmittel. Ich glaube, es hackt. Das ist nicht meine Arbeit, sondern deine. Von mir aus könnt ihr in dem Dreckshaufen hier ersticken. Von mir aus kannst du deine Unterwäsche anziehen, bis die von alleine steht. Jetzt pass mal auf, Fräulein. Entweder du bewegst jetzt deinen Arsch oder es knallt. Und das kannst du auch deiner beschissenen Monique ausrichten. Drohst du mir jetzt mit Gewalt? Du hast sie ja nicht mehr alle. Mir reicht's. Ich zieh erst mal zu Monique. Ist mir doch scheißegal, wie ihr hier klarkommt. Macht euren Scheiß alleine. Nora hat die richtige Entscheidung getroffen, auszuziehen. Die Familie soll im Dreck hausen und gucken, wie sie selber klarkommt. Die Kinder sind ja alt genug. Wie die Waschmaschine angeht, kann man auch googeln. Wie man Spülmittel in das Waschbecken reintut, auch das kann man googeln. Die werden es schon hinkriegen. Eine Stunde später. Nora genießt ihre neue Freiheit. Doch dass sie einen neuen Job hat, hat die 35-Jährige ihrer Familie verschwiegen. Wow, also ich habe echt selten eine so tatkräftige Frau gesehen, die so begeistert ihre Arbeit macht. Das mache ich doch gerne. Schön, dann mach jetzt noch die Abrechnung fertig, bevor die Kollegin zur Nachmittagsschicht kommt und ich bin so lange im Lager, okay? Mhm, okay. Ich glaube, ich spinne, hast du einen Schuss? Was machst du denn hier? Woher weißt du überhaupt, dass ich hier arbeite? Hier, das hast du zu Hause liegen lassen. Jetzt ist Schluss mit lustig, du kommst mit mir. Das kannst du dir abschminken. Heute ist mein erster Tag und ich habe meine Sache verdammt gut gemacht. Hier weiß man wenigstens meine Arbeit zu schätzen. Merkst du nicht, wie du dich zum Affen machst? Dein Platz ist zu Hause. Hey, Schrei, was ist hier denn los? Ab, was soll das? Wer ist dieser pöbelnde Typ? Das ist mein Mann. Ja, der wollte gerade wieder gehen. Du kommst mit mir. Das wird mir jetzt zu bunt. Verlassen Sie den Laden und wenn Sie nicht sofort abhauen, kriegen Sie noch gratis ein Hausverbot dazu. Natürlich darf kein Ladeninhaber einen Kunden ohne jeglichen Grund einfach so des Ladens verweisen. Aber Nico hat hier das Hausrecht und Ralfs absolut unangemessenes Verhalten gibt ihm ohne jeden Zweifel einen Grund dafür, das Hausverbot auszusprechen und auch gegenüber Ralf durchzusetzen. Meine Frau wird hier nicht arbeiten, soweit kommt's ja noch.
Und du reißt die Klappe nicht so weit auf. Sonst was? Sonst gibt's eins auf die Fresse. Mit dir Würstchen wische ich hier den Boden. Zischen Sie ab, sonst rufe ich die Polizei. Ich mein's ernst. Ich lass mir nichts gefallen, vor allem von dir nicht. Und du, wenn's meine Frau noch mal anlangst, dann schlag ich dich. Ich bin eben noch mal deine Abrechnung durchgegangen und habe dabei festgestellt, dass du über 100 Euro Differenz in deiner Kasse hast. Mann, Nico, das tut mir voll leid. Aber ich war eben so aufgewühlt wegen dem Streit mit Ralf. Ja, das kann ich verstehen. Das war ja auch keine alltägliche Situation. Aber schau, du hast auch die Flaschen in die falschen Kisten eingeräumt. Das solltest du unbedingt noch mal umräumen. Ja, ich. Nora, ich sehe auch, dass du dir viel Mühe gibst, aber so kann das nicht weitergehen. Ich kann derlei Fehler nicht jeden Tag in meinem Geschäft erlauben. Tut mir leid. Wenn ein Arbeitnehmer Fehler im Job macht, dann muss ihn der Chef natürlich darauf hinweisen und natürlich hat er auch das Recht dazu. Halten die Fehler an, dann gibt's Abmahnung und nach der dritten Abmahnung folgt in der Regel auch die Kündigung. In der Probezeit bedarf es überhaupt keiner Abmahnung. Das heißt, die Kündigung kann sofort ausgesprochen werden und die Frist beträgt auch nur 2 Wochen. Nora hat also noch mal richtig Glück gehabt. Na gut, vielleicht war ich etwas zu streng. Lass uns erstmal einen Happen zusammen essen gehen, dann geht's dir bestimmt wieder besser. Und wir können uns etwas besser kennenlernen, okay? Okay. Läuft gerade nicht so zu Hause bei dir, oder? Danke. Er teilt seine Käsestulle mit Nora. Das kann ja nur die ganz große Liebe sein. Aber ich glaube, dass es Nora gut tut, ein bisschen umschwärmt zu werden. Ach, hör mir auf. Es ist gerade schon so schlimm geworden, dass ich bei meiner Freundin schlafen werde heute Nacht, weil ich es zu Hause bei meinem Mann und meinen Kindern nicht mehr aushalte. Ich weiß ja nicht, was bei dir zu Hause gerade abgeht, aber eins weiß ich genau. So wie dein Mann eben mit dir umgesprungen ist, das hast du nicht verdient. Du bist eine so herzliche und liebe Frau und jeder Mann sollte froh sein, eine wie dich an seiner Seite zu haben. Es ist schon so lange her, dass ein Mann sowas Nettes zu mir gesagt hat. So etwas sollte man viel öfter sagen. Denkst du wirklich, dass ich die Richtige für den Job bin, bei allen Fehlern, die ich heute schon gemacht habe? Vergessen wir, was heute war. Jetzt ist die Frühschicht vorbei und du hast erstmal Feierabend. Mhm. Und morgen kommst du wieder frisch und fröhlich zur Arbeit und fängst nochmal von vorne an. Okay.